Heute beim elektrischen Reporter: Tiere, Mode und Patente. Ich habe Sie erwartet. Bekanntlich wurde das Internet in den 60er Jahren erfunden, um den damals herrschenden Mangel an Katzenvideos zu beheben, wie wir heute wissen, mit Erfolg. Ähnlich wie das Internet sich inzwischen immer weiter in die Offline-Welt ausbreitet, werden auch die Internettiere immer realer, wie unser erster Beitrag zeigt. Das Internet ist randvoll mit niedlichen Tieren. Selbiges gilt leider auch für viele Tierheime. Tausende Hunde, Katzen und Kaninchen warten in ihren Zwingern und Käfigen auf ein neues Zuhause. Oft vergeblich. Gleichzeitig wechseln viele Tiere über Kleinanzeigenseiten im Netz unkontrolliert den Besitzer. Für den Tierarzt Daniel Medding ein unhaltbarer Zustand. Er grübelt, wie man die Tierliebe der Netzcommunity zum Wohle von Tierheimtieren nutzen könnte. Also ruft er mit ein paar Freunden tierheimhelden.de ins Leben. Eine Webseite, auf die Tierheime aus ganz Deutschland ihre Schützlinge stellen können. Die Idee dahinter ist entstanden während meines Studiums. Da habe ich gemerkt, dass es noch viel Optimierungsbedarf gibt bei der Vermittlung von Tierheimtieren. Tierheime sind chronisch unterfinanziert und haben oft nicht die Reichweite, die sie benötigen, um ihre Tiere erfolgreich zu vermitteln. Wer ein Tier bei sich aufnehmen möchte, findet dort auf einen Blick die flauschigen und manchmal auch schuppigen Bewohner von mehr als 200 Tierasylen. Vom Prinzip funktioniert die Seite wie eine Dating-Plattform. Sortiert nach Postleitzahl und Tierart, mit Foto und Beschreibung, kann sich hier jeder einen neuen Gefährten aussuchen. Abholen muss man das Tier dann natürlich persönlich im Heim vor Ort. Und die dortigen Mitarbeiter sorgen dafür, dass kein Lebewesen in die falschen Hände gerät. 8000 Mal hat das bisher schon geklappt. Aber nicht nur die Vermittlung von Haustieren übers Internet liegt im Trend. Auch Liebhaber von Echsen, Giftschlangen und seltenen Schildkröten durchforsten das Netz nach neuen Mitbewohnern. Und unter den dortigen Angeboten finden sich auch Tiere, deren Handel nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen eigentlich verboten ist, weiß Robert Kless vom Internationalen Tierschutzfonds. Tatsächlich ist es so, dass man über das Internet sehr, sehr viele Tiere im Angebot findet. Man kann sie kaufen. Mit wenigen Klicks kann man gefährliche, seltene Tiere kaufen. Eigentlich Tiere, die gar nicht geeignet sind, als Haustier im Wohnzimmer zu halten. Aber im Internet ist eigentlich bekanntlicherweise alles erhältlich. Nur selten ist nachvollziehbar, ob diese Angebote legal oder illegal sind. Und auch die Frage, ob man solche Tiere halten darf, ist komplex und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Tatsache aber ist, viele Halter sind mit ihren Speikobras, Alligatoren und Komodowaranen überfordert und trennen sich wieder von ihren Tieren. Wenn diese dann Glück haben, landen sie nicht im nächsten Baggersee, sondern bei Markus Bauer in der Auffangstation für Reptilien in München. Und über zu wenig Arbeit kann sich Bauer nicht beklagen. Bis unter die Decke stapeln sich hier teilweise die Terrarien. Am Internet liegt das in seinen Augen aber nicht. Es wird ja immer so in den Vordergrund gestellt, Internet ist quasi der Zugang zu illegalen Tieren. Ich kann überall auf der Welt alles bestellen. Ja, das stimmt. Ich kann es, wenn ich das mit krimineller Energie tue, sehr wohl machen. Ganz klar. Aber ich sehe zum Beispiel keinerlei Anstieg gefährlicher Tiere oder illegal importierter Tiere in meiner Arbeit. Und die kann ich jetzt über 20 Jahre nachvollziehen. Beim Thema Tierhandel übers Netz prallen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite Artenschützer wie Robert Kless, die Wildtierhaltung als Tierquälerei grundsätzlich ablehnen. Auf der anderen Seite Exotenfans wie Markus Bauer, die sich für die Legalisierung einer artgerechten Haltung auch von gefährdeten oder gefährlichen Tieren einsetzen. Beide Seiten nehmen für sich in Anspruch, im Interesse der Tiere zu handeln. Dieser Streit schwelt bereits seit Jahrzehnten und entzündet sich aktuell am Internethandel mit Tieren neu. Darüber, wie groß das Problem vom Tierhandel übers Netz aber tatsächlich ist, weiß man nur wenig. Einigkeit besteht nur in einer Sache.
Die Vermittlung von Tieren ohne Herrchen oder Frauchen ist immer besser, als sich ein neues Tier zu kaufen. Egal, ob es um eine Schlange aus der Auffangstation oder einen Kater aus dem Heim geht. Und hierbei ist das Internet definitiv ein Segen. Für Mensch und Tier. Kommen wir nun von den kleinen Tieren zu großen Menschen von kleiner Statur. Denn um einen eben solchen geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Ninja Binias, eigentlich Ninja La Grande im Netz. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Hannover und heiße auf Twitter @NinjaLaGrande. Als ich den Tweet geschrieben habe, war ich in Hannover im Hauptbahnhof und war relativ bunt und auffällig angezogen mit so einer blauen Flauschejacke und so alten Vintage-Ohrringen und so. Dann hat mich eben eine Dame angeguckt und ich habe schon gemerkt, okay, die findet das alles völlig abgefahren. Dann hat sie eben zu ihrem Mann gesagt, so ja, wie sieht die denn aus? Völlig abschätzig. Also bei dem Tweet ist es so, das ist ja nicht nur eine einmalige Situation. Ich habe das öfter, dass ich dann im Bus sitze oder irgendwo lang gehe und ich merke, Leute gucken mich an. Dann ist für mich einfach ist Humor ein Weg, mit dem man Aufmerksamkeit schaffen kann, aber auch eben auf sympathische Weise. Also wenn die Leute merken, okay, die kann da einen Spruch drüber machen und die kann da auch drüber lachen, dann höre ich mir das mal weiter an. So, und dann gucke ich mir mal an, was hat die eigentlich für Probleme? Ach so krass, das ist ja gar nicht so lustig, wie es sich am Anfang angehört hat. Aber man hat die Leute eben sofort im Bann. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, da anders mit umzugehen. Also es wäre ja dramatisch, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen würde und weinen würde, weil ich so klein bin und nie vor die Tür gehen und so. Also ich bin einfach lustig und ich lache auch gerne und dann gehört das eben genauso dazu. So wie andere über ihre Frisur Witze machen, mache ich eben über meine Größe Witze. Mode ist ein gutes Mittel, um über Inklusion zu reden, weil wir ja zum Beispiel auf den Laufstegen, wo die High Fashion produziert und vorgestellt wird, sehen, dass es das alles nur für eine bestimmte Größe gibt. Und da ist es natürlich super zu sagen, hier, also das ist toll, dass ihr das alles macht, aber es kostet einfach wahnsinnig Geld, kein Mensch kann sich das leisten und ihr präsentiert das so in so einer Norm, die völlig utopisch und bekloppt ist. Und deswegen kann man eben zeigen, was macht man eigentlich mit Mode abseits der Laufstege und wie toll können sich Leute, die sonst nicht so repräsentiert werden in den Medien, durch Mode eigentlich zeigen und zeigen, hier, ich bin auch da und für mich ist das ein super Thema und ich finde das ganz toll, wie ich mich anziehe und dadurch können sie vielleicht auch ein Vorbild für andere sein. Also ich merke auch oft, dass mir dann eben gesagt wird, boah, das würde ich mich nie trauen, so rauszugehen. Was ja kein negatives Feedback für mein Outfit ist, sondern einfach zeigt, okay, da muss noch ganz viel passieren, dass eben Leute und eben vor allen Dingen auch Kinder, die nachwachsen und die selber vielleicht eine Behinderung haben, lernen, du kannst machen, was du willst und du kannst dich halt auch voll geil anziehen, auch wenn andere dir sagen, nee, das darfst du nicht. So. Und nun weiter von modischen Innovationen zu technischen. Das Internet gilt gemeinhin nicht unbedingt als Hort des Gedankenkonstruktes geistiges Eigentum. Und trotzdem hilft es Erfindern dabei, ihre Erfindung zu schützen, wie unser nächster Beitrag zeigt. Seit Jahren forscht Christoph Busch an biometrischen Sicherheitsverfahren. Also daran, wie man mit Fingerabdrücken und Gesichtserkennung Computer und Daten vor unerwünschtem Zugriff schützen kann. Als er mit seinem Team des Gjøvik University College in Norwegen ein besonders vielversprechendes Verfahren entwickelt, möchten die Informatiker diese Erfindung patentieren lassen. Doch ihre Universität hat dafür kein Geld. Deshalb fahnden sie nach Alternativen und landen schließlich bei CrowdPatent. Einem Startup, das verspricht, wir sammeln das für die Patenteintragung nötige Kapital bei Investoren ein. Übers Netz. Bei der sogenannten Crowd. Insofern waren wir gespannt und interessiert über diesen Prozess, der von CrowdPatent angeboten wurde, dass die quasi diese Finanzierungsaufgabe, aber auch die Anmeldeaufgabe übernehmen. Wir Teilhaber bleiben, aber sozusagen die Verwertung dann in andere Hände übergeht. Auf der Seite von CrowdPatent stellt das Team seine Erfindung vor. Das Konzept überzeugt 60 Investoren. Mehr als 15.000 Euro kommen so zusammen. Genug, um die Erfindung international unter Patentschutz zu stellen. Der Vorteil für Busch: Während CrowdPatent den Papierkram übernimmt, kann er sich neuen Forschungsprojekten widmen und gleichzeitig gemeinsam mit den Investoren auf finanzielle Erlöse aus der Vermarktung des Verfahrens hoffen, mit dem zum Beispiel Bezahlvorgänge im Internet sicherer werden könnten.
Für Jörg Hernandez, den Gründer von CrowdPatent, ist genau das der Kern seiner Plattform. Denn oft scheitern Erfinder an der Verwertung ihrer Ideen. Und Anleger und Unternehmen sind immer auf der Suche nach guten Investitionsmöglichkeiten. Der große Vorteil an dem CrowdPatent-Konzept ist, dass sich Investoren direkt an den Erlösen beteiligen, indem sie über stille Beteiligungen an allen Erlösen aus einer Erfindung beteiligt sind, abhängig von ihrem Investment. Mindestens 15% der Erlöse sollen beim Erfinder bleiben. Das klingt wenig. Aber die Patentierung übers Netz ermöglicht immerhin kleinen Unternehmen oder Hochschulen, ihre Innovation überhaupt zu vermarkten. Bleibt die Frage, ob Patente im Internetzeitalter überhaupt noch zeitgemäß sind. Open-Source-Projekte wie Wikipedia setzen der Patentideologie ein anderes Konzept entgegen. Freies, für alle zugängliches und verwertbares Wissen. Und während sich Technologiekonzerne wie Samsung und Apple in teuren Patentschlachten wechselseitig vorwerfen, voneinander abgekupfert zu haben, wächst die Kritik am Patentsystem. Axel Metzger von der Humboldt-Universität etwa moniert, dass vom aktuellen System vor allem Patentanwälte und Patentämter profitieren. Und diese werden kaum kontrolliert. Im Patentwesen fehlen an den entscheidenden Stellen Kontrollinstanzen neutraler Art, die das Patentsystem evaluieren und an den richtigen Stellen auch zurückschneiden. Gerade in Europa ist das der Fall. Es gibt kein Kontrollsystem, was unabhängig über das Patentwesen wacht. Und ein teures Patentwesen bevorzugt Großunternehmen, denn nur die können es sich leisten, ihre Patente international anzumelden und vor allem auch in Prozessen durchzusetzen. An diesem Problem ändert auch CrowdPatent nichts. Im Gegenteil, es verfestigt das bestehende System, in dem Innovationen am Ende wieder bei den Menschen mit dem Geld landen. Dass Christoph Buschs CrowdPatent-Fazit trotzdem positiv ausfällt, liegt deshalb wohl auch an seinem Forscheridealismus. Naja, also der rein finanzielle Aspekt ist vielleicht nicht ganz so im Vordergrund. Beim Investor ist es vielleicht im Wesen, dass der finanzielle Aspekt im Vordergrund steht. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass auch viele, die da, es sind ja auch viele, die da kleine Beträge investieren, dass das dann auch, ich sag mal, Neugier ist und auch das Bedürfnis, bei solchen innovativen Sachen dabei zu sein. Crowdpatenting ist ein neuer Weg, um Ideen schützen und umsetzen zu lassen. Vor allem für Erfinder mit wenig Geld. Aber dieses Tool hat seinen Preis und ersetzt nicht eine überfällige Reform des europäischen Patentwesens. Bei Erfindungen ist der Erste immer der Dumme. Den Ruhm kassiert der Zweite und das Geschäft macht erst der Dritte. Martin Kessel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.